Wieder. Wir wollen Gold machen. Ganz viel Gold. Deswegen gehen wir jetzt in einen Dungeon, wo wir wissen, dass wir einigermaßen zurechtkommen. Und der wäre. Nicht hier, ne? Nee. Hier nicht, aber hier in der Nähe. Und zwar im Tularianischen Forest. Hoffen wir mal, dass die Kutsche kommt. Guten Tag, los geht's. Sonst müssten wir 10 Meter zu Fuß gehen. So, wir würden gerne fliegen. Und dann war das bei den Bäumen irgendwo. Aber im Norden, also da lang. Ja, dann. Oh, das ist sehr, sehr, sehr schön. Die Pilze sind nämlich so ziemlich das Beste, was wir momentan haben, um Mana-Tränke herzustellen. Mana-Tränke braucht man eigentlich immer. Und kennen wir das hier schon? Glaube ja. So. Was den Dungeon jetzt angeht, der war knackig zu dem Zeitpunkt. Aber seitdem haben wir ein, zwei neue Zaubersprüche und ein, zwei neue Stufen. Das heißt, vielleicht geht's besser. So. Runter. Wir hätten gerne Schutz vor Wasser. Schutz vor Luft. Schutz vor Körper. Schutz vor Feuer hatten wir gekauft. Wo ist Schutz vor Feuer? Da, Schutz vor Feuer. Wie kann ich. Dann hätten wir gerne Schild. Dann hätten wir gerne. Oh. Wir wollten noch was verkaufen, fällt mir gerade ein. Ja, okay, das muss jetzt warten. Schutz gegen Magie. Schutz gegen Erde. Ich hoffe, da ist keiner, der uns Quatsch, der uns debuffen kann. Das wäre richtig nervig, das jetzt alles nochmal neu zu machen. Aber es dauert nicht mehr lange. Dann können wir all diese Buffs mit einem einzigen Mal sprechen. Und das wird super praktisch. Ich glaube, jetzt sind wir durch, oder? Das ist schon ordentlich. Aber nee, Stone Skin haben wir leider noch nicht. Genau. Okay. Oh, und das Wichtigste überhaupt. Waha. Rein da. So. Gehen wir erstmal nach oben. Allein schon der Implosionszauber wird sehr viel rausreißen. Und du solltest nicht einschlafen. Oh, wir haben keine grünen Tränke. Hey. Das sollten wir bei Zeiten ändern. Okay, Gerogon ist nicht so wichtig, aber. Ja, Gott. Du zaubern. Aufwachen? Aufwachen. Ein verdächtiger Knopf wird gedrückt. Oh, Kisten. Wie bringt man eine Abenteurertruppe am effektivsten um? Kisten mit Fallen. Bist du irgendwie? Ups. Ups. Ja. Härten. Können wir das wirklich brauchen? Wird Können wir das wirklich alles brauchen? verkauft. Wir brauchen jede Münze. Du heil bitte. Sie. Du heil bitte. Sie. Das tut irgendwie. Das war eine garstige Falle. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Stärke plus 12. Können wir das wirklich brauchen? Kann weg. Können wir das wirklich brauchen? Er kann weg. Brauchen wir wirklich Der kann noch so weg. ein albernes Ding? So, einmal hochheilen bitte. Soweit klappt es schon mal sehr gut. Nur haben wir bald keine Zauberpunkte mehr. Was haben wir hier? Mehr von. Oh. Ich glaube, grüne Tränke sind jetzt kein Problem mehr. Wenn wir das da drin geplündert haben. So. Ah, Gott. Oh, irgendwo ist noch einer. Da ist noch einer. So, jetzt mache ich aber Mausflug aus, denn ich will gucken, was hier alles rumliegt. Eile kann verkauft werden. Kann verkauft werden. Komm zu ihr. Komm zu ihr. Komm zu ihr. Komm zu ihr. Kommt eigentlich alles zu ihr, weil es alles Reagenzien sind. Okay, den Pilz hätte ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen müssen. Ah, da ist sogar ein schwarzer Trank bei.
Sehr schön. Ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das war's wirklich. So. Volles Inventar. Rubin. Oh, das ist eine Reagenz und gar kein Edelstein. Genau wie das Ding da. Oh, die hatten wir letztens verkauft. Wahres Glück. Wahrer Intellekt. Intellekt, schreibe ich mir kurz auf, kriegt jetzt Luna. Luna, Int. Gero hatte Geschick. Talana hatte Int. Und Lay. So, wer kriegt denn jetzt Glück? Ich glaube Talana. Und Reaktion haben wir auch noch. Das kriegt... Also Intellekt kriegt erstmal sie hier. Dann war da noch einer? Waffenöl des Drachentöters. Stein zu Fleisch, ja. Wahre Reaktion bekommt ebenfalls Talana. Und wahres Glück auch, warum nicht? Sie ist unsere wichtige Zauberin. Also Intellekt, Glück, Reaktion bei Talana. Schluck. Schluck. Sehr schön. Noch irgendwas zum Aussortieren? Gottes Eingriff haben wir noch. Untote vernichten. Ich probier's gleich mal. Mhm. Stärke plus 12. Erdresistenz plus 8. Ich weiß ja nicht. So, schließen, schließen, schließen. Wir wollen weiter töten und nicht unser Inventar durchrufen. So. Wow, 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 wow. Da war was. Das hatte ich ganz vergessen. Dass hier doch recht garstige Fallen sind. Dich heilen. Bewahrung ist nicht mehr aktiv. Das brauchen wir neu. Und ganz viel Gold. Du bring mir bitte sie wieder hoch. Du bring bitte ebenfalls sie hoch. So, wir hätten gerne das verkauft, das verkauft, das ist zu sperrig. Das ist okay. Dafür habe ich keinen. Ich weiß nicht, was das ist. Brauchen wir wirklich noch so ein Wert 8 brauchen wir nicht. Nicht du. Du heil bitte Girogon. Heil bitte nochmal Girogon, damit er das überlebt. Sehr schön. Brauchen wir wirklich noch regeneriert so Zauberpunkte mit der Zeit. Das ist sehr gut. Das sollte die nee, Klerikerin bekommen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Habe ich keinen Fleiß. Tut mir leid, ich weiß es. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? So viel bringen die Einzelnen später gar nicht mehr. Also wie schon jemand richtig in den Kommentaren geschrieben hat, nicht jeder Punkt Stärke bringt jetzt mehr Schaden oder mehr irgendwas. Erst ab bestimmten Schwellenwerten kriegt man den einen mehr Bonus. Also am Anfang kriegt man für alle 2 oder 3 Punkte einen mehr Schaden zum Beispiel. Später braucht man schon 20 oder 50 Punkte mehr, um einen Punkt mehr Schaden zu machen. Um das Ganze halt ein wenig zu entschärfen. Wow. Ja, da sind immer noch Fallen. Ich wollte eigentlich einen Schlafplatz finden. Aber den werde ich nicht hier drin finden, denke ich. Außer hier in der Ecke vielleicht. Nein. Wir rennen raus, schlafen und buffen dann nochmal durch, aber diesmal nicht ganz so extrem. So, wir wollen eigentlich nur da rein, Bewahrung sprechen, den einen Raum zu Ende plündern, ein bisschen weiter gucken und dann erstmal ausmisten und verkaufen. Das war nicht hier, das war hier. So, die Kiste fehlt noch. Mein Fehler. Können wir das wirklich brauchen? Habe ich keinen Platz? Es tut mir leid. Ich weiß, können wir das wirklich brauchen? Verkauft. Der Rest ist noch so ein Mist. Jo. Du. Heil sie. Was haben wir hier? Noch mehr Kisten. Oh, ich mag diesen Dungeon. Ein paar kleine Gegner, ein paar garstige Fallen und sonst einfach nur plündern. Oh, arme Talana, arme Grunera.
Und da fällt mir ein, ich sollte den Ring auch noch anlegen bei ihr. Hm? Nicht den, den da. So. Was haben wir da? Eine Rubin, ein Granat. Gold, Gold. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? So. Oh, der ist was wert. Gut. Zwei Kisten. Da müssen wir so eine Weile gegenheim, dass wir die alle plündern können. Wir hätten eigentlich echt zu den Zwergen gehen sollen, um den Telekinese-Spruch zu ergattern, aber was soll's. Oh. Ups. Ah, der ist gut dafür was. Habe ich keinen Plan. Ich weiß nicht, was das können ist. Wir das wirklich brauchen? Doppelter. Doppelter Schaden gegen Elfen. Sehr schön. Elfenschlechter Zwergen Morgenstern. Das geht nicht können besser. Wir das wirklich brauchen? Das habe ich keinen Platz. Kannst du tragen? Es tut mir leid, ich weiß wirklich noch so ein albernes Ding. Ich weiß nicht, was brauchen ist. Wir wirklich noch so ein albernes Ding? Brauchen wir wirklich noch sind so ein albernes viel Ding? Zu überladen. 1700. Wir müssen etwas keine Platz mehr. Platz. Das wollen die irgendwie nicht. Sortieren wir ein bisschen um, da ist jede Menge Platz. Du hast noch einen Ausdauerring, den du anziehen kannst. Du kannst Platz. Den besser aus den Dolch mal anziehen. Du nimmst das mit. Du gegenheilen. Du gegenheilen. Hält Bewahrung noch. Eine Stunde, ja. Kiste. Kiste. Ah, schon besser. Es wäre irgendwie komisch, wenn die zweite Kiste nicht abgeschlossen und mit Fallen versehen wäre. Au, Jackpot. Ganz viel Gold. Nichts, was man lästig looten müsste. Und ein Diamant. Können wir das wirklich brauchen? Das funkelt so schön. Platz. So. Gucken wir uns ein bisschen weiter um. So viel mehr scheint hier gar nicht zu sein. Dieses riesige, garstige Auge, hatten wir das eigentlich umgebracht oder sind wir schreiend weggelaufen? Das habe ich irgendwie ausgeblendet. Ich glaube, wir sind schreiend weggelaufen. War das nicht hier? Nee, hier ist eine Bücherei. Wo keine Bücher sind, die ich mit Leertaste finden kann. Ah doch, eine Schriftrolle. Ja, Talana. Und dann. Das ist eine sehr miese Bücherei. Ohoho, das sieht schön aus. Und da ist er. Auge des Bösen. Wir machen fast keinen Markenschaden. Doch da. Das machen wir mal rundenbasierend. Dann kann er nämlich zwischendurch auch in Ruhe heilen. Sie macht nur 13 Schaden, das ist nicht so schön. Könnten wir noch irgendwas Sinnvolleres machen? Ich glaube, mit ihr machen wir gut Schaden mit dem. Ja, 5 Schaden. 5 Schaden ist nicht viel. Thomas ist gar kein mit Implosionen. Das ist nicht gut. Gar kein Schaden ist wenig. Und alle werden nach und nach wahnsinnig. Blitzstrahl, machst du Schaden? Nein. Also die scheinen gegen Luft immun zu sein. Was nicht schön ist. Du heil bitte dich selber. Du bist auch gegen Erdmagie einigermaßen immun. Säurestrahl scheint echt das einzige zu sein, was Schaden macht. Ja, nee. Taktischer Rückzug, du heil bitte deinen eigenen Irrsinn. Ja. Ja, da waren Fallen. Irrsinn heilen, Irrsinn heilen. Wir hatten Schutz gegen Magie bei an, ne? Ja. Ich dachte eigentlich, das schützt auch vor sowas. Zumindest rudimentär. Du, Irrsinn heilen, da. Wir müssen. So, schlafen. Hochwaffen. Diesmal wirklich. Mit was hat er Schaden gemacht? Das ist mir nicht so wirklich aufgefallen. Also in welcher
Zauberart er Schaden gemacht hat. Na gut, gucken wir gleich.